weil wir Monheim am Rhein hat nach europaweiter Ausschreibung eine neue Kraftfahrdrehleiter beschafft. Entscheidendster Unterschied zur bisherigen Drehleiter ist das Gelenk im oberen Leiterteil. Wir können dadurch wesentlich optimierter die Personenrettung, die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung durchführen. Als Leiter der Feuerwehr bin ich sehr froh, dass wir mit dieser Optimierung unsere Arbeit weiter verbessern können. Aufgebaut wurde die Leiter von der Firma Magirus in Ulm auf ein Mercedes-Benz Artego-Fahrgestell. Wir haben ja eine 16-Tonnen-Leiter mit einer Achslast von 10 Tonnen, sodass auch alle gängigen Feuerwehrzufahrten und Aufstellflächen für Drehleitern benutzt werden können. Die eben genannte Besonderheit, das Gelenkteil an der Leiter, hat die Möglichkeit, 45 Grad abzuknicken. So können wir Unterflur fahren, minus 17 Grad, was die Leiter sowieso schon kann, und zusätzlich 45 Grad über das Gelenk. Darüber hinaus können wir über Gauben hinweg die Leiter einsetzen. Dazu wurde insbesondere ein Kamerasystem verbaut, was im Gelenk und auch im Korb verbaut wurde. Ebenfalls wurde ein Kamerasystem an der Abstützung verbaut, sodass wir auf der Anfahrt schon sehen können, wo wir abstützen würden, damit wir halt nicht auf Schächten oder auf einem unsicheren Untergrund abstützen würden. Als besondere Beladung haben wir neben einem Beleuchtungssatz zum Ausleuchten der Einsatzstelle auch einen akkubetriebenen Lüfter, der so unabhängig von irgendwelchen Betriebsmitteln eingesetzt werden kann. Als Anbauteile für den Korb haben wir eine Aufnahme für die Krankentrage, wo die gängige Trage aus unserem Rettungswagen drauf passt, aber auch eine normale Dientrage sowie eine Schleifkorbtrage, um Personen aus Fenstern zu retten. Und wir können darüber hinaus auch Personen aus Tiefen retten. Dafür hat die neue Leiter eine sogenannte Schachtrettungsfunktion, sodass sie genau gerade eine Person aus einem Schacht rausretten würde. Dazu haben wir auch eine Möglichkeit des Anhängens der Schleifkorbtrage unter den Korb.
Fahrradladen.